Hallo miteinander. Ich bin ja so überrascht, das muss ich euch gleich zu Anfang zeigen. Wir haben tolle Bilder bekommen. Schaut mal, von Klaus und Struppi. Und noch eins, wie der Klaus in der Hängematte liegt. Wisst ihr noch, da ist er einfach nachts draußen liegen. Genau. Und dann haben wir noch mal eins von der Hängematte und dem Klaus. Ist es nicht wunderschön? So schöne Bilder haben wir gekriegt. Und jetzt schaut mal, hier. 2 Jahre alt und hat schon so gemalt. Der Struppi, der Klaus und die Mama ist da drauf. Super, gell? 2 Jahre. Dann haben wir hier den Struppi, wie er Fußball spielt und ein Tor schießt. Seht ihr das? So tolle Bilder. Also ich danke euch ganz herzlich. Und für heute das letzte Bild. Vielen Dank für diese schönen Bilder. Toll. Die anderen kommen das nächste Mal dran. So, jetzt wollen wir aber loslegen mit der Geschichte. Also, heute ist der Klaus von der Schule heim und hat gehüpft und gesungen: Wir machen morgen einen Ausflug, einen Ausflug, einen Ausflug. Wir machen morgen einen Ausflug und ich bin mit dabei, juhai. Und da hat er sich so gefreut auf den Ausflug und hat alles am Tag ganz schnell gemacht, alles, und wollte auch ganz früh ins Bett, weil er gedacht hat, dann ist der Tag, wo der Ausflug ist, schneller da. Zur Mama hat er gesagt, wir brauchen ein Vesper und ein Trinkerle und ein bisschen Geld. Und Mama, stell dir vor, wir fahren mit dem Zug. Oh Mama, was mache ich eigentlich mit dem Struppi? Der ist ja dann den ganzen Tag allein. Oh, das hält der Struppi ja gar nicht aus. Die Mama hat gesagt, ich bin doch auch da. Ah, ich weiß nicht, Mama. Das muss ich dem Struppi ganz genau erklären. Also ist er raus in den Garten und hat gesagt, Struppi, komm mal her. Morgen machen wir einen Ausflug mit der Schule. Ich glaube, das geht nicht, dass du da den ganzen Tag allein bist. Ich überleg mir was, Struppi, ich überleg mir was. Du bist ja schließlich ein toller, treuer, guter Rettungshund. Eigentlich müsse Rettungshunde dabei sein, wenn man einen Ausflug macht, oder? Ich überlege mir was. Also, ich gehe jetzt ganz schnell ins Bett und überlege mir was. Gute Nacht, Struppi. Und am anderen Tag hat der Klaus sich tatsächlich was überlegt gehabt. Er hat das Vesper eingepackt, das Trinkerle eingepackt und dann hat er gesagt, jetzt muss ich aber dem Struppi noch Tschüss sagen, Mama. Und dann ist er mit seinem Rucksack raus. Was hat er gemacht? Was denkt ihr? Er hat den Struppi in den Rucksack rein. Ob das gut geht? Oh oh. Und dann hat er ganz schnell den Rucksack draußen vor der Tür stehen lassen, ist zur Mama rein. Ciao Mama, wir gehen jetzt, wir fahren Zug, ich bin so gespannt, ciao Mama. Und er hat gar nicht gesagt, Mama, pass auf den Struppi auf. Er ist gleich los, Rucksack auf und hat gesungen. Ich gehe heute mit dem Struppi auf den Ausflug, auf den Ausflug. Ich gehe heute mit dem Struppi auf den Ausflug. Und Struppi sei schön leise. Wuff, wuff, kam es aus dem Rucksack. Leute, ob das gut geht? Oh, oh. Der Klaus ist angekommen. Sie sind miteinander zum Bahnhof und in den Zug eingestiegen. Plötzlich macht's wuff, wuff, pst, Struppi, leise. Der Zug fährt los, wuff, wuff, sagt der Lehrer. Was war das? Nix. Doch, ich hab doch was gehört. Nö, nix, wuff, wuff. Jetzt war's lauter. Ich glaub, der Struppi hat schlecht Luft gekriegt. Klaus? Ja? Was ist denn in deinem Rucksack? Vesper und Trinkerle. Und? Und das Struppi. Was? Ja, weil das ist ein Rettungshund. Und wenn man auf einen Ausflug geht, braucht man einen Rettungshund, falls was passiert. Ich fasse es nicht. Der Struppi ist bei uns dabei auf dem Ausflug. Also weißt du, Klaus, das hättest du mit mir besprechen müssen. Jetzt holst du den Hund mal raus, der kriegt ja keine Luft. Hat der Struppi geatmet und seinen Kopf rausgestreckt und ist raus und ist ganz, ganz lieb auf dem Klaus seinem Schoß gesessen, als wüsste er, oh, jetzt ist was Schwieriges passiert. Und dann hat der
Herr Baum, so heißt der Lehrer vom Klaus, hat der Herr Baum gesagt, jetzt rufe ich als allererstes deine Mama an. Die macht sich ja Sorge, wenn der Hund nicht da ist. Oh, ich habe so weit gar nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, ich will beim Struppi sein. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, jetzt ist es schon passiert. Also Klaus, weißt du, manchmal hast du Ideen. Ja. Der Herr Baum hat die Mama angerufen, hat's erklärt. Die Mama hat sich aufgeregt, könnt ihr euch vorstellen, gell? Und auf der Zugfahrt war es aber trotzdem richtig toll, weil alle wollten den Struppi mal streicheln. Und dann sind sie angekommen. Wisst ihr auch wo? Im Gingen an der Brenz, weil es ging zur Schalottenhöhle, eine Tropfsteinhöhle. Und jetzt stellt euch vor, auf der Wanderung war es ein Glück, dass der Struppi dabei war. Nämlich manche Kinder haben schon nach 5 Minuten gesagt, wie lang dauert's noch, wir können nimmer. Und dann ist der Struppi so lustig da gelaufen, mal am Bächle entlang, mal durch eine Wiese, mal am Waldesrand. Und die Kinder haben ganz vergessen, dass sie laufen, weil das war so schön mit dem Struppi. Der hat so viele tolle Dinge entdeckt und seine Nase da schnuppernd hingestreckt. Es war einfach schön. Und dann haben sie gesungen, wisst ihr was? Aus Kauberstädte Maraugen ziehen wir durch Wald und Feld ohne Geld. Wer bleibt, der mag versaugen. Wir fahren in die Welt ohne Geld, wenn der Wecker schellt. Ha, halli, hallo, wir fahren in die Welt ohne Geld. Ha, halli, hallo, wir fahren in die Welt ohne Geld, wenn der Wecker schellt. Und so haben sie gar nicht gemerkt, wie sie die ganzen, wie viele Kilometer waren es? Ich glaube 8 Kilometer sind sie so gelaufen und waren ganz vergnügt und glücklich. Zwischendrin haben sie Rast gemacht, der Struppi hat am Bach geschlappert und der Klaus hatte natürlich auch Vesper für den Struppi dabei. Und dann waren sie angekommen an der Charlottenhöhle. So, und morgen geht's weiter mit der Geschichte. Ich bin auch gespannt, wie das dann wird in dieser Höhle. Also, schlaft gut und denkt dran, solche Überraschungen macht man lieber nicht, bespricht man lieber mit der Mama. Bis morgen. Gute Nacht. Der Abendstern am Himmel erzählt dir in der Nacht, dass dieser starke Schöpfer auch über dir jetzt wacht. In seiner großen Liebe lässt er dich nicht allein, gerade auch in Dunkelheit will er dir nahe sein. Der Abendstern am Himmel, komm, hör ihm leise zu und schließ die müden Augen. Lass dich ganz einfach fallen in Gottes große Huld, denn Gott ist mit uns allen. Vertrau und hab Geduld.